Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmal im Karl-Auer-Studio beim Kongress Reden Reich Südwürttemberg. Es ist der vierte und letzte Tag, der Vormittag hier. Und zumindest was mich betrifft, merkt man das wahrscheinlich auch. Macht aber nichts, wir halten durch und wir bringen die Sache gut zu Ende. Und wir haben einen Gast, Antonia Pfeiffer, zum Gespräch im Karl-Auer-Studio. Hallo Antonia. Hallo Matthias. Ja. Es ist, wie gesagt, wir sind in der Abschlusssession des Kongresses. Und ich freue mich, dass du auch noch da bist und uns zur Verfügung stehst. Du hast den Kongress eröffnet mit einem Vortrag, der offensichtlich, wie man auch am Verkauf deines Buches gemerkt hat, eine große Wirkung entfaltet hat. Wir sind sehr dankbar, dass du den Kongress eröffnet hast, weil das hat dem Ganzen eine bestimmte Rahmung und Richtung gegeben. Du hast dich ja irre lang mit Forschung beschäftigt in Bezug auf Klopftechniken, wie die wirken, Wirkhypothesen, was ist da? Und man hat den Eindruck, dass das unheimlich gebraucht wird. Wie erlebst du das, wenn du gefragt wirst nach deinen Forschungsergebnissen, hat es eine Form von endlich wissen wir, was wir tun und dass es so gut wirkt? Ja, das ist, glaube ich, mit die größte Wirkung. Ich hatte so viele Menschen, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, so, jetzt habe ich verstanden, warum das wirkt. Oder jetzt kann ich es besser meinem Chef verkaufen oder jetzt kann ich es machen, jetzt ist es erlaubt, dass ich damit arbeite. Also und ich glaube, also ein Forschungsschwerpunkt war Klopfen und ein Forschungsschwerpunkt, der sich irgendwie ergeben hat, waren diese emotionalen Erinnerungen, wo auch der Vortrag drüber ging. Und genau. Das ist so ein bisschen so, wie wenn die Wissenschaft bis zum Jahr 2000 gesagt hat, okay, eine echte Transformation von Ängsten ist theoretisch nicht möglich. Und ab 2000 wurde nach und nach klar, okay, es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Prozesse. Im einen ist es möglich, im anderen ist es nicht möglich. Der nicht möglich ist, der ist noch nicht komplett erforscht, aber wahrscheinlich gab es ihn schon immer. Und das ist halt diese Diskrepanz, dass da eigentlich schon immer die Psychotherapie auch diese Fallbeispiele hatte. Da kommt jemand und danach geht es ihm wirklich besser auch und es bleibt stabil. Und ich glaube, dass diese Geschichte, dass da irgendwie so langsam mehr und mehr wissenschaftliche Erklärungen dafür ja, gefunden werden, die übergreifend für verschiedene Techniken gelten, und die auch so diesen Nimbus wegnehmen. Also wo man dann, es gibt ja immer so, dass Techniken dann sagen, wenn du das und das und das machst, nach meiner Theorie passiert das und das. Aber langsam auch zu verstehen, was in unterschiedlichen Techniken passiert, wenn man den und den und den Schritt befolgt. Wo man dann aber nicht sagen kann, okay, der Patient hat Schuld, wenn es nicht wirkt, sondern ein Schritt wurde ausgelassen, irgendwas ist nicht gut gelaufen. Also da gibt es immer mehr Klarheit. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen freut, die damit täglich arbeiten. So. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte im Zusammenhang mit Diskussionen, die es immer wieder gibt. Auf der einen Seite wird ja gerne davon gesprochen, wahrscheinlich auch zu Recht, dass die Klientinnen und Klienten oder Patientinnen und Patienten letztlich über den Erfolg der Therapie entscheiden. Wer sollte es denn sonst sein? Ja. Manchmal ist aber subtil so ein bisschen Verantwortungsverschiebung da, bis hin zum Widerstand. Das liegt an Ihnen, wenn hier kein Fortschritt passiert. Du hast von Techniken gesprochen und von der Dezidiertheit, in der die angewendet werden sollten. Nicht schlampig, ja? So habe ich dich verstanden. Ja, nee, eher vielleicht prozessorientiert. Also zum Beispiel bei den emotionalen Erinnerungen ist es so, dass die sind ja quasi nicht sprachlich eigentlich. Also die unbewussten emotionalen Erinnerungen. Und können sich im Prozess gut herauskristallisieren und dann müssen bestimmte Dinge passieren. Aber es ist beim einen Patienten ist es so, der hat irgendwie mehr Arousal, der braucht mehr das. Beim anderen Patienten ist es so, dass das einfach mehr angepasst wird. Und ich finde das immer ganz schön, wie Michael Boden das sagt, wenn es nicht gewirkt hat, dann lag es an mir oder dann lag es an der Technik oder dann lag es halt daran, dass es lag nicht am Klienten so sehr. Also das finde ich immer so angenehm. Ich komme gleich nochmal zu der emotionalen Erinnerung. Das interessiert mich natürlich, weil es ein unheimlich, wie ich finde, intelligenter Begriff ist und einen bestimmten Fokus legt. Komme ich gleich nochmal hin. Ja. Aber nochmal direkt zu der Frage Wirkung Psychotherapie. Ist auch die Beziehung des Therapeuten alles Klaus wirkt. Graber halt? Ne? Also ich meine, alles wirkt. Und das, ich glaube, was eben jetzt das Spannende ist, dass zum Beispiel, dass wir sagen können, okay, wenn wir klopfen auf die Gesichtshaut, dann wird vermutlich der Parasympathikus aktiviert, weil die Gesichtshaut gemeinsam mit dem Nervus vagus einen Hirnnervenkern teilt.
wenn wir spielen, also wenn die Interaktion wirklich so spielerisch ist, sagt Stephen Porges, das dient auch der Regulation. Also und auch dieses, dass wir über die Haut zum Beispiel Kanäle an emotionale Areale haben, wo dann Sicherheit auch über die Haut vermittelt werden kann. Also dass die Psychotherapie, glaube ich, gar nicht technischer dadurch wird, sondern einfach nur, dass wir so langsam das Wissen bekommen, was zum Beispiel Kardiologen schon lange hatten, wie unterschiedliche Dinge wirken und dass diese ganzen Dinge tatsächlich Wirkung haben, weil es ist ja im Körper findet die Emotion statt und die Physiologie oder im Kopf findet sie statt, aber die Körperempfindung, die bewusste Empfindung dessen, was im Körper stattfindet, ist ein wichtiger Teil der Emotion. Und dass dann, also ich habe schon oft Diskussionen auch mit Therapeuten gehabt, aus eher klassischen Ausbildungen, würde ich sagen, wo einfach gesagt wurde, ja, das Klopfen, das ist doch einfach nur ein Anhängsel, das ist doch nur Ablenkung, das ist nicht wichtig. Aber dass immer mehr klar wird, okay, dieses, was oft aus dem Körper hochkommt, ist auch Teil vom Ganzen. Und wir können von oben super wichtig mit Sprache eingreifen und da auch spielen und da, also es ist so ein bisschen so, wie wenn der Schleier über das, was passiert, immer mehr ja, so weggezogen wird. Also noch nicht alles, es ist immer noch so viel, was Gelüftet genau sozusagen. gelüftet, so ein bisschen. Und auch wir vielleicht auch mehr einfach Wissen darüber haben, wenn jetzt zum Beispiel ein Klient kommt, der eher im dissoziativen Bereich ist oder eher im Arousal-Bereich ist, was machen wir da Unterschiedliches? Oder also irgendwie doch mehr so ja, so ein Verständnis dafür kriegen, was die unterschiedlichen Sachen machen. Also wirklich einfach Wirkungsforschung betreiben mit ordentlichen Hypothesen. Du Ja. hast in einem Gespräch, das wir unlängst hatten, oder unlängst auch schon ein paar Monate her, bei Sounds of Science auch mal was erzählt, was ich dich nochmal fragen will. Ja. Es gibt, was die Haut betrifft, ein gemeinsames Keimblatt. Ja. Entwicklungs-, also von der Bringung des Organismus. Was war das nochmal? Ich fand das unheimlich interessant. Ich glaube, das muss man nochmal Ja. wiederholen, weil es viele Ja, nicht wissen. also das muss ich jetzt auch am Sonntagmorgen ganz klar. Ja, Die, klar. also wie sie heißen, ist auf jeden Fall Haut und eben Gehirn haben ähnliche Entwicklungskeimblätter. Aber was noch, oder was ich noch irgendwie noch spannender finde, ist einfach dieses, dass es Rezeptoren in der Haut gibt, die eher emotionale Bedeutung an das limbische Gehirn quasi schicken. Also dass wirklich auch Beziehungssignale oder auch Beruhigungssignale über die Haut so an das Gehirn geschickt werden können, dass dort Sicherheitssignale ankommen, die dann auch zum Beispiel die Amygdala, die ja so als ein sehr Gefahrensignal im Gehirn gilt, dass die auch darüber wahrscheinlich reguliert werden kann. Und diese Rezeptoren, die sind für nichts anderes da, außer liebevolle Botschaften an das Gehirn zu setzen oder Wohlbefinden und sowas. Und es ist schon spannend, die gibt es noch nicht in vielen Medizinlehrbüchern oder und dadurch sind diese ganzen Geschichten auch wie Massage und so, die haben ja alle nicht so einen wissenschaftlichen Ruf. Und dass da aber wirklich so, dass unser Körper so eine Macht hat in der Regulation, das ist, glaube ich. Das ist ein Thema, was ich auch mit Sabine Fruth besprochen habe. Du hast jetzt Ausbildung angesprochen und so. Was würdest du dir denn wünschen oder für wie wahrscheinlich hältst du das, dass solche Forschungsgeschichten und auch, die ja schon in der Praxis auch in die Umsetzung kommen, auch in die Ausbildungen kommen? Also vielleicht auch im Medizinstudium schon zum Ja. Beispiel. Oder jetzt gibt es ja jetzt Psychotherapiestudium. Weiß ich habe keine Ja. Ahnung, ob das dort schon vorkommt, aber das klingt danach, wie wenn man sagen würde, das kann man gar nicht früh genug auch schon quasi lernen in der Ausbildungsphase, wenn man Absolut. Medizinerin wird oder Psychotherapeutin. Absolut. Und auch diese Geschichte mit der Erinnerung, mit dem Unbewussten. Wie oft ich darauf angesprochen wurde, schon ist das das Unterdrückte dann? Haben die Leute das dann unterdrückt? Unbewusst hast du einfach in nicht sprachlichen Arealen gespeichert, die dem Bewusstsein nur indirekt über zum Beispiel Körpersignale zugänglich sind. Und das heißt aber nicht, dass es unterdrückt sein muss, sondern dass es vielleicht einfach, dass es einfach unbewusst gespeichert ist. Und dass einfach das, was wir wissen und was ja auch ein ständiges, also die Wissenschaft ist so in einem ständigen, es gibt nicht das, die eine Wahrheit, sondern wir lernen immer mehr. Und ich glaube, da so eine Haltung anzunehmen von,
es ist nicht einmal etwas in Stein gemeißelt, wie, okay, damals hat der und der das gesagt oder auch der und der, damals hat Freud gesagt, so und so und so oder so. Also, sondern eher das als etwas Lebendiges zu sehen, wie ein Baum, der wächst und ständig neue, also dass es auch was Organisches ist, unser Wissen. Und dass es auch gar nicht peinlich ist, wenn dann mal was überworfen wird oder gar nicht irgendwie bedeutet, das ist jetzt alles falsch, sondern das ist wirklich Wissen, wie so ein Baum ist, der wächst und wir immer mehr lernen können und wir aber auch nicht aufhören dürfen, mehr zu lernen. Und das, was sich heute schräg anfühlt oder schräg anhört, könnte morgen schon die neueste Wissenschaft sein. Wir wissen es einfach nicht. Und da irgendwie so eine Demut davor zu bewahren, was Wahrheit ist, das ist sie eigentlich, dass wir uns ihr nur annähern können, so wie mit so einer Asymptote. Und da einfach auch so diese Neugierde, also auch zum Beispiel gerade mit der Polyvagaltheorie wird immer viel kritisiert über Porges. Und einfach zu sagen, wow, was hat der geschaffen? Lasst uns rausfinden, was es da noch gibt. So. Und ich glaube, dass da so ein großes Potenzial für die Welt liegt, weil einfach Stress und auch diese ganzen Geschichten, die dann irgendwie doch über die Physiologie laufen, das Gesundheitssystem so krass belasten. Und da einfach körperorientierte Traumatherapien von dem, was so bisher an Forschung gibt, da gibt es ja nicht genug Forschung, unter Umständen doch zum Beispiel bei Trauma und bei stressassoziierten Symptomen einfach so wirksam sind. Und da eher so, also ja, irgendwie nach und nach bleibt denen gar nichts anderes übrig, als das mit aufzunehmen, weil das Gesundheitssystem ja auch irgendwie bezahlbar bleiben muss. Und zum Beispiel Schmerzen und sowas sich doch auch, haben auch doch, also viele Dinge, die viel Geld kosten, haben doch auch was mit Trauma zu tun oft oder mit Stress und vielleicht, ja. Spannende Aussichten auch zu gucken. Für mich sind es auch spannende Aussichten in Bezug auf Veranstaltungen wie Reden reicht nicht oder andere Ja. Kongresse, in welche Richtung man sich weiter bewegen sollte und welche Ja. Begegnungen man machen sollte. Ja. Was du jetzt erzählt hast mit dem Unbewussten, habe ich sehr an Fritz Simon erinnert. Vielleicht überrascht dich das. Der hat jetzt auch ein großes Opus Magnum mal gemacht, Form Ja. Reloaded, wo, wenn ich das richtig erinnere, dezidiert gesagt wird, das Unbewusste ist im Organismus. Ja? Ja. Dort verankert und so. Da habe ich daran erinnert. Also Spannend. würde dich das auch interessieren oder dich als repräsentativ gefragte, dass es auch wieder eine Begegnung gibt mit systemtheoretischen Modellen? Total. Also ich glaube, also mir persönlich ist auch bei der Forschung immer dieses zu gucken, ich habe auch mir Märchen angeschaut, also wie wird die Transformation da beschrieben? Weil diese Transformation ist einfach was ich faszinierend finde. Und die Frage ist, wie lange wissen die Menschen schon von dem Prozess? Da bin ich noch nicht so weit mit der Forschung. Also aber einfach so dieses so, wo gibt es ähnliche Sachen? Weil ich glaube, so das, was so das Berührende ist, wir können die Forschung haben, wir müssen sie trotzdem noch in die Therapie wieder übersetzen. Und das, was in der Forschung ganz trocken ist, kann im Therapeutischen ganz poetisch sein. Also das, und ich glaube, alle klugen Köpfe sind irgendwie gefragt, auch zu gucken, wie bringt man das schnell in die Welt? Also wie, und es ist super spannend, wenn es da Austausch gibt. Also Austausch ist ja generell. Nehmen wir mal als Aufgabe mit für die nächste Ja. Veranstaltung, wieder nochmal neue Begegnungen zu ermöglichen. Du hast jetzt ein Feld auch angesprochen, dieses typische Feld, was auch viel diskutiert wird, Verhältnis von Forschung und Praxis, ne? Theorie, Praxis, Forschung, Praxis und so. Tatsächlich ist es ja auch so, dass, um nochmal aufs Klopfen zu kommen oder auf diese Ja. bifokal-multisensorischen Ja. Interventionstechnik, wie es am Anfang von Reden reichlich Ja. hieß, das waren ja auch viele Leute, die haben erstmal was gemacht. Ja. Ja, und haben sich nicht weiter Ja. gekümmert und haben gedacht, irgendwann wird man das vielleicht rausfinden. Mir ist es wurscht, Hauptsache es Ja. wirkt. Das heißt, es gibt ja nicht nur die Forschung und dann die Umsetzung in die Therapie oder in die Praxis, Ja. sondern auch umgekehrt. Würdest du sagen, Leute, macht einfach, macht, wir kümmern uns darum, was wirkt. Wenn es wirkt und den Leuten gut tut, nicht warten, bis die Wissenschaft 10 Jahre später erklärt, macht erstmal weiter. Ich glaube, da bin ich ein bisschen vor. Ja, ja, ja. Da bin ich irgendwo in der Mitte. Also ich glaube, dass Dialog sehr gut ist. Also zum Beispiel so gerade, also ich glaube, das Schönste wäre, wenn es immer weiter so ein Dialog ist. Und Ja. das beobachte ich auch. Also ich gucke überall mal so, was gibt es gerade auf der Welt? Und da gibt es zum Beispiel immer mehr, dass dies Bifokale und Multisensorische, also Leute irgendwie stimulieren, dass die ganz gezielt irgendwie den Vagus dann auch über die
Haut stimulieren und das in der Selbsthilfe zum Beispiel nutzen, der Suggestion und das dann verbinden mit Autosuggestion. Und dadurch, also da gibt es gerade eine richtige Bewegung so von jungen Menschen, die Chronic Fatigue hatten oder Long Covid und die dadurch wieder gesund kriegen. So. Und das Spannende ist halt, diese Prinzipien immer weiter zu verstehen, das kann nur im Dialog von Forschung und Praxis geschehen. Also dann taucht vielleicht irgendwas auf in der Praxis, wo man sagt, nee, das verstehen wir noch gar nicht, was da passiert. Und dann schauen wir wieder so, vielleicht wie kann es sein oder ist es wirklich etwas, was jetzt durch die Wirkung dessen geschieht, was da gemacht wird, oder ist es vielleicht doch einfach nur durch den Glaube an die Wirkung? Also schon, also ich finde es schon hilfreich, wenn es so ein Dialog bleibt. Deine Ideen, was wirst du, wenn überhaupt, ich weiß gar nicht, was du vorhast, wo es für dich hingeht, wenn du dürftest, was du einfach wolltest, und jemand wird sagen, hier haben Sie das Geld, machen Sie mal da weiter, was würdest du gerne weiter erforschen oder also noch besser verstehen? Also ich würde einfach am liebsten, ich forsche am liebsten, indem ich andere Studien von anderen Menschen lese und das Wissen kombiniere und auch mit dem, was ich noch aus der Praxis kenne. Das ist ja in deinem Buch auch wunderbar gelungen. Ja, ne? Das ist ja wirklich vorbildlich. Ne? Ja, und ich würde gerne noch mehr irgendwie dieses, wenn ich das von jemandem, würde ich mir ein Team zusammenstellen und einen Kurs über emotionale Erinnerungen machen, den alle verstehen, weil das ist also dieses Verständliche und irgendwie auch so mit so ein bisschen Witz, Dinge zu erklären, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und da würde ich gerne einfach nur da, gar nicht mehr erforschen, sondern einfach das, was schon da ist, verständlich machen und versuchen, das so, diesen Prozess des Übersetzens, irgendwie darin besser zu werden und zu schauen, so wie kann man das vielleicht auch, also beim Klopfen finde ich es immer so spannend, das wurde von einem Verhaltenstherapeuten auch mitentwickelt. Und dass da dieser Dialog, also wie kann man diesen Dialog noch mehr hinkriegen, dass es nicht so ein Gegeneinander, sondern mehr noch so ein Wow, ihr habt das integriert in das Alte und wow, das haben wir von euch übernommen. Also mehr so vernetzen als Neues zu machen, glaube ich. Das passt gut zu Reden reicht nicht. Das ist ja eine Motivationshintergrund, diese Tage zu machen, Vernetzung zu ermöglichen und voneinander lernen. Und wo man sich begegnet, unterschiedliche Ideen hat, kracht und stinkt manchmal auch, aber das macht ja nichts, wenn man sich hinterher wieder zusammensetzt und weiterredet. Ja. Antonia, Frage. Wir haben uns jetzt getroffen zum Gespräch und du hast wahrscheinlich gedacht, das und das und das werde ich vielleicht gefragt oder würde ich gerne noch loswerden. Das kam uns aber nicht vor. Die klassische Kalauer Frage. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würde ich gerne als Ausblick, als Rückblick noch loswerden? Oder gibt es irgendeine Frage, wo du sagen würdest, die hätte ich gerne gestellt gekriegt, dann stelle ich sie mir halt selber. Ja, also ich glaube, ich würde tatsächlich gerne noch mal am Ende eine Lanze fürs Klopfen brechen. Weil, oder auch für PEP tatsächlich, weil... PEP, muss man sagen, für die, die es immer noch nicht wissen, Prozess und Embodiment-fokussierte Psychologie von Dr. Michael Bohne. Genau. Weil ich dort so viel von dem, was die Forschung sagt, wie es schön wäre, sehe und auch so viel Möglichkeit, einerseits über den Körper zu arbeiten und wirklich die Klienten da abzuholen, wenn sie dysreguliert werden und gleichzeitig so viel Möglichkeit zu Sprache und Poesie und Spaß da ist und auch dieser Bindungsaspekt so groß ist. Also dadurch, dass man gemeinsam klopft, alles gemeinsam macht, ist es irgendwie so eine gemeinschaftliche Traumabegegnung, wo Humor und so und ja, das wünsche ich einfach vielen Patienten. Muss doch dazu sagen, ob du dem auch zustimmen würdest. Der Michael hat mal davon gesprochen, man muss das eine oder andere mal entmystifizieren, dass das bei den Leuten auch gut ankommt. Ja, du das genau. Ja, absolut. Okay. Antonia, ich danke dir sehr, dass du im Karl-Auer-Studio bei uns warst und wahrscheinlich auch wieder kommst. Und ich freue mich auf weitere Projekte mit dir und um dich herum. Darauf freue ich mich auch. Super. Vielen Dank. Und gutes Heimkommen später und gute Erholung. Danke. Danke. Schön, dass ihr dabei bleibt wieder beim Gespräch. Hier seht ihr die Playlist unserer Gespräche beim 4. Kongress Reden reicht nicht. Hier sind interessante Videos von unserem YouTube-Kanal. Und hier kann man all das abonnieren.